senden könnte, damit sie bei mir bleiben. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, sie zu entsenden. Die Seuche hat so viele dahingerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. Emily und ich werden ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren Sie rasch zurück und bringen Sie gute Nachrichten. Ganz ruhig, genau, aufpassen. Leinen los! Leinen sind los, haben abgelegt. Geradewegs zum Dunwall Tower. Lord Corvo hat Nachrichten für die Kaiserin, für die wir weit gereist sind. Eine weite Reise für schlechte Nachrichten. Die Seeleute sagen, auf uns liege ein Fluch, schwarze Magie. Alles Aberglaube. Wahrscheinlich gibt es inzwischen schon ein Heilmittel für die Seuche. Vielleicht sind verrückte Zeiten. Der Leibwächter der Kaiserin auf einer monatelangen Mission, das ist ungewöhnlich. Es war wichtig. Wir brauchen Hilfe mit der Seuche. Nachrichten warten, Corvo. Gute Reise gehabt, Sir. Weißt du jetzt, wo es lang geht? Ja, ja. Der Druck war zu niedrig. Die neuen Maschinen sind empfindlich. Mach vor allem keine Experimente. Sokolov hat wieder alles geändert. Wir wissen noch nicht, was die Hydraulik jetzt kann. Er malt hier heute ein Porträt. Wenn wir etwas ausprobieren wollen, dann geht's. Nur noch wenig Schiffe auf dem Fluss. Wegen der Seuche. Sie wartet im Pavillon. Hallo, Sir. Corvo, du bist zurück. Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Warte, lass uns erst Verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesem fiesen, alten Meisterspion. Gut, los geht's. Der kaiserliche Meisterspion ist bei ihr, aber sie bat, sie sofort reinzubringen. Mal sehen, ob du das noch kannst. Ich schließe meine Augen und zähle, und dann versuche ich, dich zu finden. Gut, ich zähle bis 10. Versteck dich gut. Ich finde dich jedes Mal.
sollten jetzt gehen, damit Mutter dich aussehen kann. Oh. Oh. Lauf mit mir! Willkommen daheim, kaiserlicher Schutzherr. Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Corvo, willkommen zurück, woher Sie auch immer kommen. Sie haben ihn zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Nun halten Sie doch still, Oberaufseher Campbell. Ich weiß nicht, sieht das wie Campbell aus? Sehen Sie, ich habe die Schleuse verbessert. Eine sinnlose Aufgabe, Corvo. Die Seuche wohnt in uns allen. Wir müssen unseren Glauben stärken. Oberaufseher, wechseln Sie nicht ständig die Pose. Sie empfängt Sie gleich. Es war gut, mit Ihnen zu reisen, Corvo. Hallo, mein Herr. Die Menschen sind krank, keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Corvo ist wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Majestät. Corvo, 2 Tage zu früh. Voller Überraschungen, wie immer. Folgen Sie mir, Hauptmann. Wir sollten Sie allein lassen. Kein Zweifel. Günstige Winde bringen Sie zurück zu mir. Welche Nachrichten bringen Sie? Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Ende. Feiglinge, sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Mutter geht es gut. Halt, wo ist die Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sie! Was machen die auf dem Dach? Was? Emily, hierher! Meine süße Tochter. Wer waren diese Männer, Mutter? Ich weiß nicht, Emily. Corvo, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Nicht nochmal. Nicht schon wieder. Mama! Nein! Weg von ihr! Corvo! Corvo, alles fällt auseinander. Finden Sie Emily. Beschützen Sie sie. Sie sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Corvo.
Gordon schütze uns. Seht, was er getan hat. Ja, er hat die Kaiserin getötet. Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Ihr eigener Leibwächter. Welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Corvo. Ergreift ihn. Chance, Corvo. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Das reicht jetzt. Verschwindet. Gebt dem Mann Zeit zum Nachdenken. Corvo, die Kaiserin ist tot. Ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Ja, Sie Ärmste. Morgen wird sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Land braucht starke Führer, die die Schwachen leiten. Und dabei helfen wir gerne. Das Ganze war wirklich nichts Persönliches. Auch wenn Sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Und jemand musste der Sündenbock sein. Leben Sie wohl, Corvo. Wachen! Bringt ihn zurück in seine Zelle. Du solltest essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Jemanden gesehen, der krank aussieht? Na, auf jemand anderen. Wegen Corvo. Er hat die Kaiserin getötet und ihre Tochter Emily entführt. Echtes Ereignis? Genau, ein gesellschaftliches Ereignis für die Reichen und Schönen. Seht alle her, wie der edle kaiserliche Schutzherr seinen Kopf verliert. Sind nicht besser als wir, wetten auf Hundekämpfe. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Dieses Loch nieder. Bist frei. Viel Glück und mach ein paar Pflanzen.
Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Eine Woche im Voraus. Ein Mord! Ich werde dein Versteck finden! Wir wissen, dass du hier bist, und wir werden dich finden! Wir wissen, dass du hier bist. Glück gehabt. Aufpassen, ein Herumtreiber. Entsprechender Genehmigung. Kannst dich nicht geben. Jetzt! Zellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Jeder andere beliebige Mann. Wir machen weiter, wenn er aufwacht.
Dass er das Geständnis tatsächlich unterschreibt, ist nicht entscheidend. Könnte uns aber später von Nutzen sein. Die Ermordung einer Kaiserin ist wirklich keine Kleinigkeit. Eckwolf, du fauler Sack. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Hinrichtung ist also morgen, richtig? Ja, aber heute muss schon alles vorbereitet werden. Ich kann es kaum erwarten, seinen Kopf rollen zu sehen. Anders als manch anderer mochte ich die Kaiserin sehr. Irgendwas Unheimliches gesehen? Verzieh dich! Ha? Was? Was gesehen? Attentäter! Mach ihn fertig! Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden.
Leute hat er auf der Flucht getötet. Wer die Kaiserin umbringt, schert sich wohl nicht um ein paar Wachen. Halt's Maul! Sieh dir das mal an. Hier unten war jemand. Vielleicht die Bordesliege. Pass auf Sprengfallen auf. So wie es aussieht, könnten hier welche sein. Nur mit etwas Glück. Hast du Angst? Er ist Zirconia. Da leben nur Kaufleute und Huren. Frischlinge wie du haben ihn nie in Aktion gesehen. Ich sah ihn beim Training gegen drei Männer gleichzeitig kämpfen. Wie ein Wirbelwind. Vergiss es. Viel zu weit. Ich will mir ja nicht die Seuche holen. Du? Nein. Schützt das Elixier nicht dagegen? Vielleicht. Was soll's? Lass sie uns hier reinwerfen. Sollen die Ratten das machen?
Achtung, Bürger von Dunwall. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Verschwinden von Thronerbin Lady Emily, ist der Staatsgewalt vorübergehend entkommen. Mehrere tapfere Offiziere des Staates starben bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden.
mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard. Hier drin stinkt's wie ein toter Weihnacht. Ist vermutlich auch einer. Kommen manchmal nachts her, um zu sterben. Verschwinden einfach im Wasser und das war's. Ich wundere mich, wie tief es ist. Ich kann den Grund nicht sehen. Von den großen Rattenrudeln gesehen? Du bist so ein Hitzkopf. Dieser dreckige Abschaum! Du kleines Dreckstück! Was geht denn an, Täter? Hilfe! Gefangen oder getötet werden. Corvo, hier drüben! Schnell, ich bin ein Freund! Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Steigen Sie ein. Warmes Essen und ein warmes Bett warten schon auf Sie.
Schluss, Pap. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lordregent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Sie haben Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen? Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand Ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und Ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Alle Bürger, sofern Sie keine anderweitige Autorisierung besitzen, gilt die Ausgangssperre von Sonnenuntergang bis Aufgang. Missachtung führt zu Verhör und Haft, falls nötig. Vergessen Sie nicht, nur drastische Maßnahmen sorgen für Sicherheit. Da drin arbeiten Sie rund um die Uhr. Stoßen Sie dazu. Sie werden Ihnen helfen, die wahren Mörder der Kaiserin zu finden. Der Admiral wird Sie sicher bald kennenlernen wollen. War nicht einfach, Sie herzubekommen. Willkommen im Houndpits Pub. Wie kann ich helfen? Hallo, Sir. Ich bin Wallace und das hier ist Cecilia. Wir wurden über Ihr Kommen unterrichtet und werden unser Bestes tun, Ihnen bei Ihren Geschäften aus dem Weg zu gehen. Ja, Lydia ist auch eine Dienerin. Es beginnt also, Admiral. Wir haben ihn gefunden. Selbst nach 6 Monaten Gefangenschaft in Corbridge ist er geschickt entkommen. Ja, kein Wunder. Er war der persönliche Leibwächter der Kaiser. Wir reden später weiter, Lord Pendleton. Der Mann der Stunde ist hier. Corvo, ich bin Admiral Havelock, ein wahrer Diener des Kaiserreichs, so wie Sie. Bis der Lord Regent alle verbannte, die seinen Anspruch auf den Thron nicht gut hießen. Und ich bin Lord Trevor Pendleton. In dieser Gruppe repräsentiere ich die Edelleute. Aber der Stand spielt keine Rolle hier im Houndpits Pub. Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Hören Sie, wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lordregenten zu beenden und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Große Pläne. Doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick.
Und wenn sie uns helfen, helfen wir ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie, Sie müssen müde sein. Wir reden später weiter, wenn Sie sich ausgeruht haben. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen. Manchmal ist er etwas schwierig. Mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu. Ja, Piero ist Künstler und Techniker in einem. Er wird die Ausrüstung herstellen, die Sie brauchen. Sprechen Sie mit ihm und dann ruhen Sie sich aus. Wir reden später. Gut, dass Sie hier sind. Nichts gegen die anderen. Versuchen Sie nicht, Freunde und Familienmitglieder zu beherbergen und zu pflegen, die Blutspuren im Gesicht- und Brustbereich aufweisen. Die einzige Rettungsmöglichkeit besteht darin, sie der Stadtwache zu übergeben, die sie zur Behandlung in den überschwemmten Bezirk bringen wird. Sie müssen Corvo sein. Ich bin Lydia, zu Ihren Diensten. Ihr Raum oben ist fertig. Als Sie mir sagten, wer es ist, dachte ich, Sie wären älter. Achtung, Bürger von Dunbar, die... haben sich flussabwärts bis zur Flussmündung sowie in dem überschwemmten Bezirk ausgebreitet. Versuchen Sie nicht, einen Fluss... zu töten oder sich ihm zu nähern. Alle Gegenstände, die bei... versuchen gefunden werden... sind Eigentum der Regierung. Eintrag 1-4. Wir sind scheinbar in einer neuen Phase. Martens Verbesserungen zeigen Wirkung und der frühere Leibwächter ist unterwegs zur Sammelstelle. Mit Pendletons Stimmen und meinen Verbindungen zum Militär fehlt uns nur noch die Fähigkeit, mit kontrollierter Gewalt gegen bisher unzugängliche...
Ach, genug. Wir brauchen jemanden, der die Schweine umbringen kann. Corvo ist ganz sicher dazu in der Lage. Ende. Es ist aus. Schalter. Schalter, wo ist der Ausschalter? Wenn Sie erlauben, ich bin Lord Pendletons persönlicher Assistent und einer der ältesten Diener im Hause Pendleton, so wie vor mir mein Vater. Nun beaufsichtige ich dieses Haus, das Heim der Kaisertreuen. Ich habe den Admiral noch nie versagen sehen. Wenn jemand die Ordnung in Dunwall wiederherstellen kann, dann er. Wenn jemand sie rehabilitieren kann, dann er. Schön, Sie zu sehen, Meister Corvo. In besseren Zeiten habe ich Sie im Hof gesehen. Sie erinnern sich wohl nicht. Ich war einst ein Vertrauter des Lordregenten, Hiram Burrows, als er noch der Meisterspion war. Ein manipulativer Bastard, sag ich Ihnen. Meine Möbel wurden endlich geliefert und aufgebaut, unter den größten Beschwerden dieses tumpen Bootsmannes. Die anderen haben ja keine Ahnung, was es heißt, so sehr wie ich zu leiden. Wo wir davon sprechen. Wallace! Bring mir bitte 2 Flaschen roten Dunwall, ganz egal welchen. Und dann noch ein sauberes Glas. Der Admiral diente in der Marine der Kaiserin, aber es gab irgendeinen Zwischenfall mit dem Lordregenten, sodass er gehen musste. Der Tochter unserer geliebten Kaiserin führen, hat sich umgehend bei der Stadtwache zu melden.
werde Ihre Waffen und Ausrüstungsgegenstände herstellen. Alles Einzelstücke. Für Sie fertige ich die Werkzeuge eines meisterlichen Attentäters an. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Der Walöltank ist ausgelaufen. Können Sie mir bitte einen neuen Tank von oben holen, während ich diesen hier fixiere? Vorsichtig, das Öl ist instabil. Eine große Sauerei, wenn es explodiert. Die Akademie lehrt die absurde Theorie, dass Walöl Energie besitzt, damit Wale auch noch in größten Meerestiefen überleben können. Ansonsten könnten sie dem Druck und der Kälte nicht standhalten. Ich spekuliere, dass ein Mensch durch Anpassungsprozesse hochenergetische Körpersäfte produzieren könnte. Ich könnte einen Tank für ein Testobjekt bauen, der seinen Druck langsam über einen großen Zeitraum erhöht. Und dann über Jahre hinweg beobachten, ob das Testsubjekt eine energetische Substanz bildet. Die Kaiserin wird mir sicher mit entsprechenden Anlagen, einem Testsubjekt und der notwendigen Straffreiheit aushelfen. Nun rein damit. Perfekt. Vielen Dank, Corvo. Hier, sehen Sie? Die Maske des Attentäters.
Sie sind ein gesuchter Mann, also kennt jeder in der Stadt Ihr Gesicht. Aber diese Maske wird Ihnen Angst einjagen. Halten Sie kurz still, damit ich Sie anpassen kann. Bitte sehr. Können Sie gut sehen? Die mittlere Linse ist etwas verschoben. So. Besser so? Ich kann noch mehr für Sie herstellen. Verbesserung für Ihre Ausrüstung, Waffen, Munition. Aber die Lage hier ist ernst. Durchforsten Sie die Stadt nach Wertsachen. Ich verkaufe sie auf dem Schwarzmarkt. Mit dem Geld kann ich dann die Dinge herstellen, die Sie brauchen. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann. Sie schlafen etwas. Ihr Leben wird bald noch viel komplizierter. Nutzen Sie die Ruhe. Nun gut. Sie müssen es wissen. Sagen Sie mir, wenn Sie noch etwas brauchen.